Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal Forest Village. Dude. Letzte Folge haben wir ja das eingestellt, dass die hier das nicht mehr verbrauchen oder für jetzt Torten backen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und was ich jetzt gerade noch gesehen habe, ich möchte ja jetzt eine Windmühle machen. Eine zweite. Und einen Steinbruch. So. Was ich aber gesehen habe, wir haben kein Mehl mehr. Also muss ich hier mal noch einen dazu raufsetzen. Wir haben auch etwas wenig Erz. Von daher packen wir da mal noch ein paar rein. Die Bäckereien haben wir schon voll. Das ist gut. Und dann würde ich mal sagen, das ist in Ordnung. Die Kleidung geht jetzt hier auch hoch, endlich. Sehr gut. Zweites Flachsfeld habe ich schon definiert, sehr gut. Irgendwas wollte ich noch. Was wollte ich denn noch? Hier auf jeden Fall dann die Mühle hinstellen irgendwo. Ich glaube hier hinten. Ah ja, hier habe ich dann schon mal Planieren eingerichtet, genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, lass mir mal laufen. Und genau, Steinbruch. Schauen wir mal gerade, was braucht denn die Mühle so an Material? Ach, falsch. Hier. Ja, die braucht gar nicht so viel. Das geht gut. Jetzt aber erstmal den Steinbruch, weil ohne Stein ist dann Kacke. Ich bin gerade ein bisschen bläh. Hier, Steinbruch. Wo wollten wir denn den hinstellen? Hier könnten wir ihn hinstellen. Haben wir hier planiert? Ich glaube. Hier war ein Hügel. Theoretisch können wir ihn auch hier hinstellen. Wenn wir das etwas planieren würden. Ist das der... Das Bergwerk, okay. Hier wäre halt schon nice. Sollen wir das probieren? Ich probiere das mal, ob das inzwischen funktioniert. Wir planieren einfach mal hier drüber. Ah, übersehen geht es immer noch nicht. Es geht zwar über Gebäude, aber immer noch nicht übersehen, okay. Ja, aber trotzdem. So hier. Na, das wird wahrscheinlich schwierig. Nee, das tue ich mir nicht an. Hier. Steinbruch. Dann doch lieber da oben. Hier wäre auch nicht schlecht, aber hier ist halt auch kein Platz. Zu wenig Stein drin. Hier? Zu knapp. Müsste man die Lehmhütte abreißen. Dann wird es reingehen. Viel ist da noch drin? Ja, da ist halt noch viel drin. Die reiße ich nochmal nicht ab. Da kann ich dann ja die nächste hinbauen. Die eine, wo war der Fleck hier? Baue ich das hier oben hin. Das ist doch gut. Das ist auch noch halbwegs in der Nähe von dem Lager. Ja, wieso nicht? Wieso kann ich das hier nicht? Hier ist so eine komische Stufe. Hier haben wir 3500. Ich glaube aber hier würden wir mehr rauskriegen. Sorry, mein Hals ist im... Es ist ganz interessant, mit meinem Hals ist jetzt so. Der Husten ist eigentlich weg. Dafür bin ich jetzt krächzig und verschleimt. Ja. Lässt alles mal grüßen. So, kalte Temperaturen incoming. Aber gut, ich hoffe, ihr überlebt. Ich mach mal so.
Was ist denn hier los? Ach, die haben kein Mehl. Habe ich jetzt hier den zweiten reingemacht? Jo, habe ich. Aber der kommt nicht nach. Das war zu erwarten. ich muss hier... Sind die hier fertig? Jo. Ich muss mal kurz, bevor die hier alle nichts mehr zu tun haben. Hier ein paar Bäumchen mal wieder abholzen lassen. Ich mach das jetzt mal hier gröber, so, so. Okay, weil Holz brauchen wir ja viel. Das ist das eine. Und dann wollte ich nämlich hier die Mühle hinbauen, dass die da schon mal starten können, während wir da unten den Steinbruch da fabrizieren. Ich dachte, ich hätte hier planiert. Wahrscheinlich zu wenig. Hier ist ja eben ernsthaft, willst du mich verarschen? Ich glaube, ich wollte den hier hinstellen, weil ich mir dachte, hier geht's nicht. Und hier wäre eigentlich ein schöner Platz dafür gewesen. Ah, man sieht jetzt hier sogar, da links seht ihr das? Das Grüne da, die Pfeile, wo der Ausgang ist und Eingang ist. Das ist ja mal cool. Nettes Feature, das sie jetzt da auch haben. Das war nämlich ab und zu nicht so deutlich erkennbar vielleicht. Okay, da müssen wir hier nochmal planieren. Das sieht zwar schon sehr eben aus, aber anscheinend reicht das noch nicht. Tun wir das mal eben noch. Hier. So, großflächig. Na, ich muss nochmal schauen. Ich will hier vorne nämlich eigentlich nicht so eine komische Stufe reinbringen. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich da so ein bisschen Zeit verbringe mit dem, weil ich finde das halt recht wichtig. Ich mag das nicht, wenn das dann so komisch ist und so. Da finden wir dann zusammen einen schönen Weg. So. Könnt ihr es halt hier hinten hinstellen. Da müsste ich nur hier hinten nochmal planieren. Na, mal so hier. Ja, das bisschen hier. Könnt vielleicht hier nochmal extra ein bisschen anheben. Nicht zu viel. Nur so ein bisschen. Okay. Gut, dann können wir da jetzt nichts machen. Aber dann stellen wir da jetzt mal den Steinbruch hin. Aber da, glaube ich, mussten wir auch planieren. Kann das sein? Steinbruch. Wo wollten wir denn hier? Hier oben wollten wir den haben, genau. Da müssen wir auch nochmal planieren. Ah, hier haben wir schon planieren angesagt. Ja, genau. Perfekt. Die sind da eh gerade dran. Und schon fertig. Sehr gut. Okay, geht jetzt hier. Bringt aber interessanterweise weniger Stein. Als das hier. Ja, dann würde ich es hier hinstellen. Ja, Stein haben wir definitiv genug. Hier hinten ist auch nochmal ewig viel Stein. Hier auch. Aber aktuell ist es hier ist es eigentlich optimal. Von der Lage ist in der Nähe vom Lager. Passt. So, wo kriegen wir am meisten raus? 3, 5. Das glaube ich ist am meisten.
Na dann, go. So ist eigentlich eh perfekt, können sie hier runterlaufen dann. Das glaube ich sogar noch, die Straße hat sogar noch überlebt. Oder nicht? Ich glaube, das hier ist eine Straße, oder? Bin mir nicht sicher. Ah, die Straße müssen wir jetzt eins außen rum ziehen, so wie es aussieht. Aber ich sehe gerade nichts, weil halt wieder mal der Schnee die Straße verdeckt. So, haben die hier hinten jetzt auch geplättet? Jo. Ich mache kurz Pause. Beziehungsweise ich schaue mal gerade, ob alles passt. Unsere Produktion läuft. Klamotten auch, das hier, ja, okay, da weiß ich Bescheid. Essen sieht auch gut aus, das hier passt auch. Ja, okay, dann können wir weitermachen. Nicht, dass man da das im Baurausch dann übersieht, irgendwas. So wie es uns einmal schon gegangen ist. Wo wir fast übersehen hätten, dass wir keine Nahrung mehr haben, weil die auf einmal alle gefressen haben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ach, jetzt habe ich hier noch eine Kante drin. So. Jetzt aber. Soll es dann hinhauen, hoffentlich. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder eine Kante produziert. Sie haben das schon verbessert, aber ab und zu ist es immer noch recht zickig. Leider. Ja, die Bäckereien hier haben alle nichts zu tun, weil... halt kein Mehl und so. Wir hatten hier Fisch. Fisch. Und Fleischfisch. Ich müsste die halt mal umstellen, aber ich will eigentlich die nicht umstellen, weil dann muss ich sie wieder dann ändern. Im Mittel im Winter ist es grün, aber das hat den Vorteil, ich kann hier... Wo habe ich den Steinbruch gebaut? Ah, hier. Genau, hier die Straße wieder reinziehen. Die jetzt weg ist. Ich könnte mir echt mal überlegen, langsam dann Steinstraßen zu bauen. Auf den Hauptverkehrswegen. Ich glaube, das machen wir dann mal. Vor allem, wenn wir jetzt den Steinbruch dann haben, können wir uns das, glaube ich, leisten. Apropos Stein, hier ist gleich Ende Gelände. Werkzeuge haben sie niedrig. Ja. Eher nicht. So. Haben wir jetzt vielleicht die Möglichkeit, hier eine Mühle hinzustellen? Ach, das wäre echt Wahnsinn. Ach, wir müssen hier mal. Ups. Hatte ich gerade vergessen oder falsch geklickt? Ich weiß es nicht. Komm, ich lass mal so laufen. Ich möchte die Windmühle. So. Ach. Ernsthaft. Ding verkackeiert mich. Definitiv. Ich lass mal kurz auf Fullspeed laufen. Steinmetz starb bei einem Unfall. Okay. Und Gebäude fast voll, ja. Nur komm. Mach das. Danke. So, darf ich jetzt endlich... Bitte. Jetzt baue ich es einfach hin. Dann halt hier. Mir scheißegal.
Jetzt kann ich hier halt noch... Oh Mann! Das Ding macht mich fertig. Jetzt kann ich hier zwischendrin halt keine Straße bauen. Was vielleicht echt etwas suboptimal ist. Dann kommt sie halt hier hin. Dann kann ich hier vorne vielleicht noch eine Bäckerei bauen oder so. Da geht's halt wieder da hinten nicht. Ich krieg die Krise. Ich planiere hier nochmal. So. Jetzt aber endlich müsste es dann klappen. Gut. Der eine Steinbruch hier ist soweit aus. Das heißt, den können wir abziehen. Den können wir auch abreißen. Da ist nichts mehr zu holen. Könnte man hier eigentlich noch einen Steinbruch hinstellen? Irgendwo daneben? Theoretisch ja. Können wir dann nachher das nächste Mal vielleicht hier noch einen Steinbruch hinstellen, dann anstatt ihn wieder weit weg zu bauen. Aber der hier ist auf jeden Fall okay. Ah, wir haben hier ja dann. Pack rein die 8 hier. Oh, Vorfrühling. Wow. Wir hätten es fast übersehen. Ja, dann ist hier erstmal nix. Wir müssen Nahrung loslegen. Was wollen wir denn alles anbauen dieses Jahr? Will ich alles machen eigentlich? Sieht es mit Weizen aus? Weizen haben wir hier eigentlich genug. Das hier den Mais. Ich glaube, das Feld hier mache ich dieses Jahr mal aus. Könnte höchstens Gras anbauen. Ja, das könnte ich machen. Mal schauen, wie ich mit den Leuten hinkomme. Der ist definitiv durch. Gras. Wie sieht es mit dem Rest aus? Habe ich irgendwas, was ich speziell brauche? Flachs halt. Ich könnte auch mal Flachs hochtreiben. Ich glaube, ich mache mal hier noch ein drittes Flachsfeld. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Flachs ist mir aktuell echt etwas zu niedrig. Auch wenn wir hier gut Kleidung haben, aber... finde ich echt ein bisschen wenig. Jetzt mal so richtig 1000 hochpushen und dann mit 1 oder 2 dann wieder weiterfahren, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und Gras haben wir, glaube ich, einmal. Das müsste eigentlich reichen. Zumindest aktuell für die eine Farm hier. Was haben wir denn hier, der Rest? Das passt eigentlich. Hier die Lager sind zwar alle recht voll schon. Ach ja, sie wollen irgendwann noch so eine Transport Company einbauen, die dann die Nahrung und alles in den Warenhäusern gleichmäßig verteilt auf das. Oh, sowas von neat. Das ist genial. Dass das dann gleichmäßig verteilt wird, ist echt super. Dann hast du hier nicht so einen Overflow. Das ist genial. Okay, ich glaube aber, wir können dann hier loslegen, so. Schauen wir mal, wie sieht es denn arbeitertechnisch aus? Ich werde auch mal die hier... Fisch und Fleisch. Fisch, Gemüse. Ja, auf jeden Fall mal hier Pause und hier Pause. Viermal laufen lassen. Fünf. Einer ist noch irgendwo. Eins, zwei, drei, vier. Fünf haben wir. die hier mal alle weg. Haben wir 27. Wir bräuchten 30. Alter. Es wird knapp. Ja, ich kann halt Bäckereileute noch abziehen. Oder ich lasse einfach ein Gemüsefeld mal weg. Welches könnten wir denn da weglassen? Irgendwo hier wird es eh Overflow wieder werden. Aber hier haben wir eh schon kein...
Hier unten so ein Doppelfeld lasse ich mal weg. Wobei das eigentlich geschickter wäre, das hier wegzulassen. Weil das hier eigentlich näher hat. Hier sehe ich gerade, kann man noch eine Straße hinbauen. Okay, ja dann hier mal Leute reinpacken. 12 Stück. Dann haben wir keine mehr. Okay. Was ziehe ich dann ab? Hier einen. Einen Bauarbeiter, ja. Ich könnte eine Bäckerei noch ausschalten. Eine von denen hier. Nochmal Fisch ausschalten. Ja, Fisch haben wir viel. Ich mache hier nochmal eine raus. So. Dann haben wir ja ein paar Leute für sonstige Tätigkeiten, weil wir wollen ja auch hier die Mühle dann irgendwann noch fertig bringen. Wenn die das, haben die das jetzt planiert? Okay. Dann baue ich die noch schnell. Jetzt sollte es ja... Jawohl, jetzt geht sie auch hin. Und zwar sogar da, wo ich sie hinhaben will. Perfekt. So. Okay, wo haben wir noch irgendein Gebäude, das wir gebaut haben? Damit ich das schnell umstellen kann, dass sie das besser verteilen, die Arbeiter. Was habe ich denn hier gebaut? Verdammt. Egal, egal, ich werde es rausfinden und werde es gerade zwischen den Folgen noch schnell umstellen. Und ja, dann soll es das für diese Folge wieder gewesen sein, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Performance-Fix bald kommen wird. Dann können wir wieder auf höhere Geschwindigkeit laufen lassen. Wobei, aktuell haben wir eh viel Planung für die Zukunft und so. Von daher geht es auch so recht gut. Ich hoffe, euch gefällt es so. Ja, auf jeden Fall soll es das für diese Folge jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Liken, subscriben, abonnieren und kommentieren. Nicht vergessen und tschüss.